Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. iRobots befindet sich im freien Fall. Gut, nicht iRobot selbst, sondern der Aktienkurs, und das siehst du hier. Der Aktienkurs war bei Spitze 130 US-Dollar, ist auf 54 US-Dollar gefallen. Jetzt gab es gestern Quartalszahlen und nachbörslich hat sich die Aktie nochmal so richtig, richtig zerlegt und die sind dann nochmal um über 10% gefallen auf, ich glaube, jetzt 46 US-Dollar oder so. Und damit hätte dann die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts eingebüßt, vom Höchstkurs aus. Und wenn du das siehst auf der einen Seite und auf der anderen Seite weißt, dass iRobots in einem Wachstumsmarkt tätig ist, iRobots produziert Haushaltsroboter, die ja, quasi den Staubsauger ablösen, so mehr oder weniger. Und wenn du weißt, dass es ein Wachstumsmarkt ist auf der einen Seite und dass iRobots in diesem Wachstumsmarkt Weltmarktführer ist auf der anderen Seite, dann liegt doch irgendwo der Gedanke nahe, ob das jetzt nicht eine gute Einstiegschance wäre. Und wir beschäftigen uns jetzt damit mit den Chancen und den Risiken. Und an dieser Stelle möchte ich doch aber hier einen kleinen Risikohinweis abgeben. Mit Aktien kannst du Geld verlieren, insbesondere mit iRobots momentan. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Mein Name ist Thorsten Tiet. Bei mir geht es normalerweise, oder eigentlich immer, ja, normalerweise sagen wir mal, ums langfristige Investieren in Aktien, damit du von langfristig steigenden Gewinnen und Kursen, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst, so rum. Und ich bin der Gründer und Betreiber der Seite aktienfinder.net. Diese Seite, die du hier siehst, und die Seite, die wir nutzen werden für die Fundamentalanalyse. Jo. iRobots, von den Kennzahlen, sieht es erstmal ganz gut aus. Siehst du auch schon im Ranking 93 Punkte, Ranking auf das Gewinnwachstum. Aber du siehst es nochmal ganz explizit, wenn du hier Stabilität des Gewinns anschaust, 9,2, maximale Wert ist 1, also sehr gut, sehr hoch. Dann sehen wir hier, wie der Gewinn gewachsen ist in den letzten Jahren. Jährliche Gewinnzuwachs, der durchschnittliche jährliche Gewinnzuwachs, die letzten 10 Jahre fast 40%, das ist ein Wort. Rückgang, aber immer noch beeindruckend, über 20%, das jährliche Mittel auf die letzten 5 Jahre, und jetzt kommt es, minus 13% aufs laufende Geschäftsjahr. Das siehst du noch hier, dass hier der kleine Knick nach unten, das ist das hier. Ja, wo ist das Problem? Das Problem sind die Strafzölle, die der Trumpsche Handelsstreit oder der Handelsstreit zwischen den USA und China, oder die verhängt worden sind im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und China. Die relevanten Zölle für iRobots sind von 10% im Mai auf 25% gestiegen. Und es ist hilfreich zu wissen in diesem Zusammenhang, dass iRobots ausschließlich in China produziert. Und das heißt, ihre eigenen Waren sind jetzt in einem Schlag um 15% teurer geworden. Das siehst du dann auch hier, dass die Bruttomarge hier einen Knick nach unten macht. Vergleich 2018 zu 2019 geht die Bruttomarge um rund 5%, bricht die ein. Jetzt kannst du sagen, warum bricht die nicht 15% ein? Ja, deshalb, weil der stärkste Markt, Umsatzmarkt, ist immer noch die USA mit knapp 50%, 40%, aber der Rest wird halt außerhalb der USA verkauft. Wenn sie zu 100% in den USA verkaufen würden, dann würde die Bruttomarge noch deutlich stärker leiden. Aber es reicht schon, dass die so weit runtergeht. Warum reicht es? Weil die Nettomarge relativ niedrig ist. Das siehst hier, dass die Nettomarge nur 7,5 oder 7,6% betrug in 2018. Und jetzt hier die Bruttomarge 5 Prozentpunkte abgibt, dann kannst du dir denken, was hier unten passiert. Und wenn wir hier bei 0 sind, dann gibt es keinen Gewinn mehr. Wenn wir bei minus 1% wären, dann hätten wir hier einen Verlust. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, um jetzt hier Panik vorzubeugen. Das Management macht eine relativ gute Kostenkontrolle oder die Kosten relativ gut im Griff. Du siehst, dass die das ja ziemlich gut abfedern, diesen Rückgang. Aus den minus 5% bei der Roh- oder Bruttomarge sind nur noch minus 2% oder minus 2%, minus 2,5% ungefähr geworden hier bei der operativen Marge. Also die haben die Kosten soweit im Griff. Was sie probiert haben bei iRobot, und es war schade, dass es nicht funktioniert hat, sie haben versucht, die Kosten
die gestiegenen Kosten weiterzugeben an den Endverbraucher in den USA. Und dann siehst du hier den Preistrend, was hier von Amazon für einen dieser kleinen Staubsaugerroboter. Und iRobots hat versucht im Juli, das heißt, hat versucht, sie haben es gemacht, sie haben im Juli die Preise angehoben. Das siehst du hier. In diesem Fall von 270 auf 300 knapp US-Dollar. Hat aber nicht funktioniert. Warum nicht? Weil die fiese Konkurrenz nicht ebenfalls die Preise angehoben hat. Die haben die Preise unten gelassen. Das heißt, die haben sich auf einen echten Preiskampf eingelassen. Auf Kosten ihrer eigenen Margen. Weil wer produziert sowas noch in den USA? Also ich weiß es zwar nicht genau, welcher Konkurrent wie viel Prozent seiner Produkte auch aus China importieren muss, aber es ist davon auszugehen, dass auch die Konkurrenz davon betroffen ist. Und ich möchte mal noch erwähnen, dass, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ich habe das hier irgendwo geschrieben, das ist der Blogeintrag, den ich dann parallel noch zum Video veröffentlichen werde. Marktanteil 2018 von iRobots 85%, das habe ich von einer Quelle auf Seeking Alpha. In den USA war der Anteil 85%. Das ist genau jetzt die USA, wo eben dieser starke Preiskampf stattfindet. Weltweit waren es 2017 62% Weltmarktanteil von iRobots, also ganz klarer Weltmarktführer. Und in den USA tobt jetzt eben dieser Preiskampf. Hier siehst du dann auch nochmal den Chart, Preiserhöhung, und dann im September wurde sie abgeblasen. Weil iRobots die Marktanteile dann verteidigen musste. Die wären sonst gefährdet gewesen, wenn sie die Preise oben gelassen hätten und die Konkurrenz dann quasi preistechnisch hätte weiter punkten können. So, das heißt also, die gestiegenen Margen konnten nicht, die gestiegenen Kosten, die gesunkenen Margen konnten nicht auf die Kunden umgewälzt werden. Und iRobots muss das jetzt irgendwie anderweitig kompensieren über. Wir haben es schon gesagt, Kosteneinsparung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht iRobots auch hin und verlagert die Produktionsstandorte. Die haben jetzt oder sie eröffnen jetzt eine Fabrik in Malaysia und da sollen dann in 2020, also im nächsten Geschäftsjahr schon, die ersten kleinen Saugroboter dann produziert werden. Das siehst du, was für Folgen so ein Handelskonflikt hat für die reale Wirtschaft, für die Unternehmen, in diesem Fall eben sogar eigene Unternehmen, eigene in Anführungszeichen, das heißt US-Unternehmen. Und ja, ist natürlich problematisch. Was gab es noch? Reaktion des Managements, genau. Das iRobot-Management hat auch einen Antrag gestellt auf Befreiung dieser Strafzölle. Problem, sie sind nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Es gibt noch ungefähr 30.000 andere Unternehmen, die das Gleiche getan haben. Und es wird Monate dauern, bis über diesen Antrag beschieden wird. Und ich bin da alles andere als optimistisch, dass iRobots dann von den Strafzöllen verschont wird. Realistischer ist wahrscheinlich, dass der Handelsstreit irgendwann hoffentlich beigelegt wird und dass dann eben die Strafzölle wieder verschwinden. Wenn die Strafzölle aber verschwinden, dann ist natürlich die Frage, dann könnte man ja erstmal davon ausgehen, dass die Margen wieder steigen auf das alte Niveau. Jetzt haben wir aber die Konkurrenz und die Konkurrenz hat ja bereits nicht durch Preiserhöhung reagiert in den USA, sondern sie haben die Preise stabil gehalten. Sie haben sich also auf einen Preiskampf eingelassen, um Marktanteile zu gewinnen. Deshalb halte ich es für gar nicht unwahrscheinlich, dass die Konkurrenz, falls ihre Produkte billiger werden aufgrund gesunkener Importzölle, hingeht und die Preise sogar senken wird. In diesem Falle müsste dann iRobots nachziehen und auch die Preise senken. Das heißt, der Margendruck bliebe erhalten. Das ist natürlich die Frage, wer zuerst schlapp macht. Und ich habe mir auch in der Vollanalyse, das zeige ich dir kurz, mal hier die Bilanz angeschaut. Inklusive der Schuldenquote hier. Und ich zoome mal ein bisschen rein, damit du es besser siehst. Und da siehst du, dass die Verschuldung von iRobots relativ gering ist, mit etwas unter 28% die Gesamtverschuldung. Insofern sehe ich jetzt erstmal iRobots für den Preiskampf als gerüstet an, von der bilanziellen Substanz her. Also die sind jetzt nicht von der Pleite bedroht.
Gut, jetzt glaube ich, das war so die allgemeine Situation. Wir haben jetzt auch ja schon ein bisschen uns mit den Risiken auseinandergesetzt mit Bezug auf die oder in Bezug auf die niedrigen Nettomargen. Hier sind sie, auf die niedrigen Nettomargen insbesondere. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, ist die Aktie derzeit günstig zu haben? Und da schauen wir mal hier die Bewertung an. Und das müssen wir erstmal wieder rausmachen. Wir fangen von vorne an. Ich habe es schon mal kurz durchexerziert. Und das siehst du auch, ich habe die Bewertung angefangen hier im Jahr 2010, weil im Jahr 2009 haben wir noch ein KGV von 88. Wir machen eine Fair Value Berechnung nur basieren auf dem bilanzierten Gewinn, weil der operative Cashflow, der schlägt ganz schön aus. Und die Dividende gibt es ja nicht. Bleibt also nur das übrig, aber das reicht für uns. Blenden wir den Kurs ein und dann den fairen Wert, der faire Wert bitte hier. Den fairen Wert, den wir ausgerechnet haben. Und dann siehst du eben hier, fällt ins Auge, Phasen der Überbewertung, also sehr deutliche Phasen der Überbewertung hier. Und nun haben wir eine Phase der Unterbewertung. Ich habe im Aktienfinder momentan, hier sind hier noch die alten Quartalszahlen drin, also der letzte Stand ist der Juni. Ich habe übergeguckt, dass das laufende Geschäftsjahr und auch die Schätzung für das nächste Geschäftsjahr mit dem übereinstimmen, was das Management selbst sagt, und das tut's. Insofern können wir das hier ruhigen Gewissens nehmen, diese Punkte hier. Wobei ich möchte nochmal sagen, aufgrund der politischen Rahmenbedingungen haben wir hier mit einer größeren Unsicherheit zu kämpfen, als es bei normalerweise der Fall ist, was hier die Prognosen angeht. Nichtsdestotrotz machen wir es mal. Das ist der letzte börsliche Kurs, 54 US-Dollar. Es ist davon auszugehen, dass wenn die Börse in den USA eröffnet, wir Kurse haben werden von 150 US-Dollar. Wir nehmen es immer mal die 54 US-Dollar, weil ich habe jetzt noch keinen anderen Kurs. Und basierend auf den 54 US-Dollar hätten wir hier eine Unterbewertung rechnerisch von knapp 38%, weil der faire Wert wäre bei 74 US-Dollar im Vergleich zu 54 US-Dollar, wie gesagt. Und da die Gewinne so erstmal die mit Unsicherheit behafteten Prognosen weiter steigen sollen, wäre dann auch hier oder ist dann auch mit steigenden fairen Werten auszugehen, also von 74 US-Dollar dann auf 87 US-Dollar und dann auch noch weiter steigen. Wobei das hier ist dann irgendwo schon Kaffeesatzleserei. Tja, das ist natürlich die Frage, ne? Ist das jetzt, sind das jetzt Kaufkurse oder sind es keine Kaufkurse? Wie gesagt, ich bin in der Aktie investiert. Ich habe da auch noch mit Option jetzt quasi meine Verluste abgefedert, aber nichtsdestotrotz, ich habe Verluste. Ich sitze, so muss man das sagen. Ich habe vor, die Verluste einfach auszusitzen. Ich werde natürlich weiter verfolgen, wie es mit iRobots weitergeht, wie die sich jetzt schlagen. Aber die, trotz aller Unsicherheiten, sie sind eben Wachstumsführer in einem, sie sind Marktführer in einem Wachstumsmarkt. Und was ich auch noch sagen möchte, was positiv ist, ist, wir haben nach wie vor ein Umsatzwachstum von 2018 auf 2019 von 10%, weil das internationale Geschäft boomt, also in den USA ist Quartal auf Quartal der Umsatz um 7% rückläufig gewesen. Also ich vermute, die haben auch Marktanteile verloren, weil sie die Preise erhöht haben. Aber international sind die Umsätze wirklich stark angezogen, nach wie vor um über 20%. In Japan beispielsweise haben sie 40% mehr Umsatz gemacht. Das heißt, der Markt insgesamt wächst nach wie vor. Und ab und zu muss man die Verluste einfach aussitzen und es ist dann auch ein bisschen eine Frage des Vertrauens. Wie gesagt, ich versuche aber nicht hier blind zu vertrauen. Ich gucke mir insbesondere an, wie sich die Margen und wie der Wettbewerbsdruck, also wie sich die Margen weiterentwickeln werden, wie der Wettbewerbsdruck insbesondere in den USA weiter verläuft. Sollte der Handelskonflikt irgendwann zu Ende kommen, dann rechne ich damit, dass die Aktie in einer Art, ja, erstmal so eine Art Erholungsrallye machen wird und da mal zweistellig gut zulegen wird. Aber wann das sein wird, keine Ahnung. Gut, das war iRobots. Mal ein bisschen was anderes, weil ich mich gerade damit beschäftige, habe ich gedacht, mache ich mal ein Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.